Tech. Hi, grüß dich. Ihr habt hier auch zwei Grenadiere stehen. Ja, richtig. Und außerdem hast du das rote A auf deinem Hemd. Richtig, ja, genau. Und zeig mir mal bitte, also das, was hier steht, ist ein bisschen was anderes als das, was wir drüben stehen haben, aber ja. Wahnsinnig schön. Genau. Fangen wir mal hier an. Wir hatten schon ganz früh mit dem Ineos Grenadier zu tun, weil er wurde ja von Magna entwickelt in Graz, ja. Und wir kommen eigentlich von der G-Klasse und hatten da eben die Verbindung schon, ja, und hatten eben sehr früh Kontakt mit dem Ineos Grenadier. Und wir sind von der Technik wirklich überzeugt, ja, das ist ein richtig robuster Geländewagen und wir sind ja Serienlieferant zum Teil bei der G-Klasse und kennen uns mit Zubehör sehr gut aus und entwickeln das selber und es wird auch bei uns in-house in Welzheim gebaut. Und der Grenadier ist sehr interessant für uns, auch für Zubehör. Und da haben wir eben uns gleich dran gemacht und schon sehr viel dafür entwickelt. Und heute sind wir sehr stolz, dass wir das hier auf der Abenteuer und Allrad präsentieren können. Genau, zum Beispiel hier vorne sieht man direkt unsere Windenstoßstange-Teile. Und zwar das Kennzeichen wandert hier an diesem Bügel. Das heißt, es ist aufgeräumt, serienmäßig muss man hier dieses Mittelstück lösen. Da ist das Kennzeichen mit dran geschraubt und dann hat man das Thema, wo lege ich es hin. Wir haben hier eben jetzt das Kennzeichen direkt hier oben fest verschraubt und man hat einen direkten Zugang zur Winde. Das heißt, ich habe freien Blick auf das Seil, wie rollt es auf, ja, muss nichts abbauen, sondern kann direkt hier das Seil, habe direkt einen Zugang. Ist auch sehr stabil gebaut, das heißt, wenn hier mal irgendwas dagegen geht, dann ist nicht die komplette Stoßstange kaputt, sondern man hat eben diesen zusätzlichen Schutz. Was, wenn ich jetzt mein Kennzeichen oben dran schrauben will, dann habe ich einfach da nur noch mehr Platz. Genau. Okay. Aber so ist unsere Konstruktion eben Kennzeichen hier unten dran. Okay, und ist eingetragen? Ja, wir haben auch Fußgängerschutzprüfungen durchgeführt. Perfekt. Und wir haben ein Gutachten. Sehr gut. Zeig mir noch ein bisschen mehr. Genau, dann wenn wir hier vorne stehen, sehen wir unseren Scheinwerferbügel. Ja. Hier mit 6 LED-Rundscheinwerfern. Eben als Zusatzscheinwerfer. Es gibt noch eine zweite Variante, wo der Bügel ein bisschen flacher steht, mit einer doppelreihigen LED-Leitbar. Sehr schön, da macht man sich schön Licht im Dschungel. Absolut, aber hell. Ja. Genau, also wenn wir hier an der Seite stehen, da kann ich gleich mehrere Sachen erklären. Und zwar, wir haben ein Offroad-Tripbrett entwickelt. Das ist eine Kombination aus Tripbrett und Rockslider, das ist für uns Offroad-Tripbrett. Das heißt, es liegt sehr eng an der Karosserie an, bietet einen Schutz für den Rahmen, aber ich kann auch draufstehen. Ja? Kann ich mich damit auch irgendwo anlehnen oder wo hört es denn auf? Ja, also es bietet einen gewissen Schutz. Ja? Es gibt natürlich noch massivere Rockslider, aber hier hat man eben die Kombination. Es bietet Schutz, man kann aber auch draufstehen. Okay. Genau. Ein Hybrid. Ein Hybrid sozusagen. Klar. Genau, dann hier am Dach. Über den Lampenbügel haben wir ja gerade gesprochen. Ich kann mir auch unseren Dachgepäckträger zuordnen. Das ist eine kurze Version. Das heißt, wenn ich die Safari-Fenster verbaut habe mit dem Ineos Grenadier, kann ich die weiterhin nutzen. Ich kann die aufstellen, rausnehmen. Und wir haben hier vorne eine geschlossene Variante. Das heißt, wir haben hier Windgeräusche minimiert. Wir haben ja extra auch eine Gummilippe unten noch dran, dass da kein Wind eben unten durchgeht. Ich kann mich bei unserem Dachträger entscheiden, ob ich nur die Querträger möchte. Das sind 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Wir können vielleicht kurz mal hochsteigen. Eben die geschlossene Variante. Dann entweder man kann sich entscheiden, nur die Querträger zu verwenden. Da kann man verschiedene Permanentensteine einführen mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten, also Ringösen, Stehbolzen, Dachzelte. Und zusätzlich kann man hier die Beplankung noch wählen, das heißt, man hat eine komplett geschlossene Variante. Das sind Alubleche. Wir haben hier ein Fahrrad verbaut. Das wird für uns produziert von KW und Traeger. Das ist ein Gewindefahrwerk mit Einstellmöglichkeiten für die Zug- und Trugstufe. Also vierfach verstellbar. Und wir sind hier noch, wir haben Touchits und Bedrock-Felgen im Angebot, auch exklusiv für uns. Genau, jetzt hier mit dem Toyo-Reifen drauf.
Gepäcktiefer oben und so ein Dachgepäckträger mit den Zusatzleuchten hinten noch von Strands. Und wir haben uns gedacht, den Platz zwischen Leiter und neben dem Reserverad können wir noch anders nutzen und haben hier jetzt noch Platz geschaffen für einen Reservekanister. Das ist Universalaufnahme, wir könnten jetzt auch noch Skier mitnehmen oder ein Snowboard fahren. Und wir haben hier noch eine spezielle Anti-Rutsch-Beschichtung, dass da auch nichts passiert, wenn man mal zum Dachgepäckträger hoch muss. Toller Einfall. Und ich finde auch, sieht auch ziemlich gut sieht aus. Sieht cool aus, ja, vor allem mit dem roten Kanister. Ja. Genau. Und wir haben auch noch was im Kofferraum versteckt. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Bei mir steht immer nur eine Teekanne drin. Genau, wir haben jetzt hier eine Schubladenbox entwickelt. Die hat auch jetzt genau die Höhe der umgelegten Rückbank. Das heißt, man hat hier jetzt eine ebene Fläche bis vorne. Die ist abschließbar. Wir haben hier oben noch Airline-Schienen, um dann auch Spanngurte zu befestigen. Und wir haben hier Auszüge. Das ist Schwerlastauszüge? Ja, die genaue Kilozahl müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Aber die halten ein bisschen was aus. Interessant für Jäger, um Munition zu lagern, ist abschließbar. Und wir planen noch ein Dachschlauchfach oben im Dachhimmel. Das kann man dann so runterklappen und kann dann als Jäger zum Beispiel die Waffe und die Munition getrennt lagern. Ah, Wahnsinn. Ein Vorteil von der Schubladenbox ist auch noch, ich kann hier alles mit Gepäck vollladen und komme trotzdem noch an die wichtigen Sachen. Das ist ja immer dieses Ding, ne? Ja. Wenn man sich ein Bett baut und muss dann an die Kiste ganz hinten, manche machen sich ja oben dann Klappen rein, aber genau. Das ist natürlich die elegante Variante. Genau. Daniel, was ist das denn hier? Ja, genau, wir haben ein Ineos Grenadier auf unsere Portalachsen gestellt. Ja. Da. Ja, tut dem Auto echt gut, ja, es wirkt wie ein anderes Fahrzeug und Tommy hat wirklich echt die Bodenfreiheit gewonnen. Ja. Wie viel genau? Kannst du das allein, in Zahlen bringen? Ja, allein durch die Portale sind es 15 cm. In Verbindung mit den Reifen kommen wir so auf die 20 cm circa. Mehr Bodenfreiheit. Ja, was sind das hier für Reifenfelgen? Genau, sind Hutchinson Deadlock-Felgen. Das haben wir jetzt von der G-Klasse noch übernommen. Wir haben ja schon jahrelange Erfahrung, was Portale angeht, in der G-Klasse. Und das sind noch die Portale der G-Klasse. Ja. Das heißt, wir brauchen mit den Portalen eben die Felge, weil es eine 7-Loch-Aufnahme ist. Ja. Und wir brauchen eine separate Bremse. Aber wir arbeiten daran, dass wir die Serienfelge irgendwann verwenden können, die 18-Zoll-Serienfelge oder Seriensattel. Und werden da auch einen sehr attraktiven Preis dann hinbekommen. Okay, über Preise und alles andere können sich alle hier informieren. Genau. Gerne melden, E-Mail schreiben, anrufen. Jederzeit gerne. Ich schreibe euch das auch nochmal alles unten in die Shownotes rein. Genau, das wird in den nächsten, sagen wir mal, 6 Wochen wird es da auch alles finale klar. Preise geben. Toll. So, jetzt zeigt mir doch nochmal, ihr habt hier eine Lösung gefunden für die normale Winde, ja. Ne? Wenn man die Serienwinde ab Werk gestellt hat, dann befindet sie sich hier hinter einer Klappe. Ja. Die Klappe muss sich aber, um da dran zu kommen, muss ich hier zwei Schnellverschlussschrauben lösen, muss das ganze Teil abnehmen, da ist das Kennzeichen mit dran. Und dann haben wir eben das Thema, wo lege ich es hin? Ich brauche immer ein Werkzeug, ich kann nicht sofort dran. Ja? Und wir haben uns da was einfallen lassen, so ein Klappsystem. Das Kennzeichen ist vorne fest verschraubt. Ich klappe hier einfach auf mit so einer Rastung und habe direkten Zugang zur Winde. Okay. Wie aufwendig ist das umzurüsten? Kann man das selber machen? Das kriegt man mit einem gewissen Geschick auch selber hin. Ja, sag mal, in einer halben Stunde hat man das gewechselt. Ah ja, aber das ist ja wirklich eine sinnvolle Lösung. Absolut. Denn da muss ich auch schon sagen, wenn ich immer vor der schwierigen Sektion mit dem Schraubenzieher erstmal los muss, ist... Genau, ein Thema, wo lege ich eben die Abdeckung nachher hin, ja, und hier bleibt alles beisammen. Ja, ich klappe nur hoch und kann direkt an die Winde fahren. Okay. Vielen Dank, Daniel. Ich muss dieses Auto jetzt noch von allen Seiten einmal abfilmen. Ja, ich danke dir schon mal. Und vielleicht sehen wir uns später noch. Bestimmt.
bin in der Schweiz angekommen. Das ist der Thomas von Black Sheep. Grüß dich. Hi. Also, man kann es sehen. Hier steht ein Grenadier. Seid ihr genauso verliebt in dieses Auto wie wir? Das Auto ist perfekt. Das ist das Beste, was uns passieren konnte. Und schlägt alles Dagewesene, würde ich mal behaupten. Ja. Wer die Firma Black Sheep nicht kennt, beschreibt mal ganz kurz, was ihr so macht. Wir machen ein bisschen alles anders, wie der Name schon sagt, schwarze Schafe in der Szene. Wir machen also ein bisschen anders, wir ein bisschen innovativer und vielleicht auch ein bisschen besser unter Umständen. Ja. Und ja, wir sind eigentlich bekannt für die Kreativität, nettes Zubehör, angefangen mal mit dem VW Amarok. Und dann immer mehr ausgeweitet und nach einer langen Durststrecke auf der Suche nach guten Fahrzeugen jetzt beim Ineos gelandet. Wunderbar, dann zeig mir mal ein paar von den kreativen neuen Zubehörteilen, die ihr so habt. Das allererste, was man hier gleich an der Front sieht, wäre diesen Kühlergrill. Wir haben die ein wenig umstrittenen Glubschaugen vom Ineos, haben wir halt mal gleich entfernt und hier eine Einlage aus massivem Aluminium gebaut und zwei Osram MX 250 verbaut. Das gibt dem Ganzen ein bisschen ein bulligeres Gesicht, zieht das Ganze in die Breite, insbesondere mit dem Tagfahrlicht, hier die runden und hier die flachen. Das ist eine nette optische Aufwertung. Verbaut ebenso hinten das Original Gitter, wie man es unten von der Stoßstange schon kennt. Das hat Ineos irgendwie verschlafen, dass es hier oben eigentlich weitergehen sollte. Da haben wir es halt selber. Okay, wenn jetzt jemand sagt, das möchte er gerne haben, dann meldet er sich bei euch und ihr baut das dann auch ein, ja? Richtig, ja. Das wäre durchaus schön, wenn er dann bei uns meldet und nicht woanders. Das stimmt, da hast du wohl recht. Ja. Genau. Ja, mit Licht geht es gleich weiter auf dem Dach. Dann haben wir die LED-Bar. Die wird geklemmt. Wer den Ineos kennt, der weiß, der hat außenliegende Steckdosen. Das heißt, das Ding bauen wir rauf, stecken ein, das Ding ist innerhalb von 10 Minuten, ist es einsatzfähig. Das Ganze ist die Grundkonstruktion aus Edelstahl und Aluminium gehalten. Die Höhe entspricht exakt der Fahrzeughöhe und hindert einem soweit nicht, irgendwo in der Tiefgarage zu fahren. Gleichzeitig logischerweise für uns funktionieren alle unsere Produkte mit den Safari-Fenstern von Ineos. Es soll ja Hersteller geben, die Dachträger herstellen, die nicht funktionieren mit den Safari-Fenstern. Ja, die wollen wir nicht. Eben. Gut, dann... Jetzt habe ich in unserem letzten Video habe ich ja einen kleinen Aufruf gestartet. Ich möchte mal wissen, wer hängt was an die Airline-Schienen. Und hier haben wir schon auch einen Serviervorschlag. Was ist das für ein Tisch? Das ist hier ein Klapptisch. Für so 9,5 in Deutschland. Hier wird der entriegelt. Der klappt sich hier hoch, arretiert hier, geht runter. Und hier wiederum arretiert. Und ist hier so, ohne zu scheppern, wird das an der Fahrzeugtür montiert. Toll. Und sag mal, dieser Pinöpel hier, geht er verloren? Der geht nicht verloren. Das ist, da braucht es ein Dreipunktesystem. Also es ist eine spezielle Halterung, ein Kugelkopf, der hier eingezogen wird. Und der geht sicher nicht verloren. Und wie man hier sieht, fehlt auch hier noch der schöne feine Draht, der sicher noch dazu kommt. Alles klar, es gibt ja so Hersteller, die verdienen damit ihr Geld, dass man Zubehörsachen verliert. Jo, dann, okay. Genau. Hier oben geht es halt ein bisschen massiver weiter. Unsere Dachplattform, die 3 cm aufträgt, die werden an den seitlichen Rohren montiert, um das Gewicht auch wirklich da hinzubringen, in diese Längstraversen, wie man es sollte. Und so können wir durch viel mehr Gewicht auf die ganze Geschichte packen. Wir haben statische Last pro Element von 200 Kilo. Dynamische Last pro Element von 80 Kilo. Und wie gesagt, 3 cm Bauhöhe. Die ganzen Elemente sind mit Airline-Profilen eingefasst, was uns wiederum ermöglicht, die bestehenden Fittinge
die es schon zum Fahrzeug dazu gibt, auch oben auf dem Dach zu verwenden. So, wie ist das jetzt mit der Dachzeltbefestigung? Ja, auch hier fahren wir möglichst flach, um auch Windgeräusche zu verhindern. Wir bieten eine Vielzahl von Adaptern an. Insbesondere mit den Airline-Schienen haben wir halt die Möglichkeit, in diesem 25 mm Raster sehr einfach das Ganze zu montieren. Hier wieder Highlift-Montage, geht auch wieder hinten auf die Rohre. Auch wieder ist schwer, es ist viel Gewicht. Das dürfen und können wir nicht auf die Dachrinne abstützen. Ja. Also, diese, ja, nennen wir sie Rohre, Haltegriffe, wie auch immer, die haben wir schon intern auch sehr abgefeiert, weil da wirklich sich viele Lösungen für viele Probleme bieten. Ne? So, die Sandbleche. Ihr habt hier eine Platte gebaut, eine Gitterplatte, oder wie würdest du es nennen? Sogenanntes Molle-System. Das ist ein normiertes System, es kommt von der US-Armee, das nennt sich Molle. Ja. Und an dieses Gitter passt halt alles, diese lustigen Taschen aus dem Militär, die passen da ran, da gibt es diverse Zubehör, Schaufelhalter und so weiter. Und wir bauen gerne auf diesem System auf, weil das viele Leute gerne verbaut haben. Hier auch wieder, wir gehen mit der Aufnahme oben an die Rohre. Das Hauptgewicht liegt oben an den Rohren und unten in den Airline-Schienen haben wir nur noch minimale Belastung. Wir können so dieses Molle-System erweitern mit einem Max-Rex-Halter ebenfalls von uns oder selbstverständlich auch mit anderem Zubehör. Auf der anderen Seite hängen, aber das zeigen wir euch gleich, was da hängt. Jo. So, das ist auch eine gute Lösung. Da gibt es ja auch mehr, gibt es den normalen Deckel oder die Starbox. Wir haben hier eine dritte Lösung, und zwar einen Reservekanister, der in die Mulde passt. Der passt für sämtliche Einpresstiefen und Felgendurchmesser, da er in sich selber verschiebbar ist. Der Halter ist innen drin aus Edelstahl gefertigt und von außen ist so nicht sichtbar. Mhm. Gleichzeitig haben wir hier einen Adaptersatz verbaut fürs Reserverad, dass wir Reifen bis 35 Zoll Durchmesser an der Hecktür montieren können, weil das normalerweise nicht gehen würde, weil das einerseits am Rücklicht, andererseits an der Leiter anstehen würde. Hier verschieben wir das Reserverad in der Höhe um 3 cm und in der Weite ebenfalls um 3 cm. Mhm. Das sieht man hier. Das Ganze ist 5 mm Edelstahl gefertigt. Schlau durchdacht. So, jetzt schauen wir doch mal hier hinten rein. Ja, meine erste Frage ist, wie macht ihr das, dass hier keiner eure Messer klaut? Ja, wir haben halt treue Kunden, sagen wir mal so. Und einen Hund. Und mit zwei Hunde. Okay. Ja. Okay, wie kann man das hier reinschieben? Kannst du das vorführen? Mhm. Im Hintergrund kommt Fahrstuhlmusik. Haptisch auch wirklich ein Erlebnis. Also es fühlt sich alles angenehm an, keine Ecken, alles schön. Man kann auch hier mal hinter die Kulissen schauen. Ja. Das Ganze ist so gebaut, dass man hier in der Breite parieren kann. Das heißt, wenn wir die Box rausnehmen, schieben wir die Elemente zurück, ja? Mhm. Und haben im verbauten Zustand halt die Möglichkeit, das Ganze, die volle Matratzenbreite. Ja, okay. Das heißt, ihr habt hier eine Liegefläche ja von nicht ganz 2 Metern. 1,90 Meter, ja, genau. Aber da das Fahrzeug ja relativ breit ist, kriegt man es dann vielleicht auch, selbst wenn man jetzt 2 Meter groß ist, hin, ja, dass man sich... Es ist absolut bequem, auch die, ja, Höhe. Es wirkt jetzt ein bisschen erdrückend, aber es ist absolut cozy. Ja. Mm, ja.
man kann sich wirklich hier sich gut sehen lassen. Ja. Die Matratzen selber klappt man zusammen. Mhm. Die vorderen Elemente stehen auf Stützfüßen. Das sieht man vielleicht von der anderen Seite ja. noch. Fertig verpackt ist das ganze Möbel so hoch. Hier gibt es Gurte, wo das Ganze zusammengespannt wird. Die Rückbank ist normal anwendbar. Ist schwer aufzubauen. Und das ganze Element lässt sich mit 4 Schrauben befestigen. Mhm. Somit also auch innerhalb von 10-20 Minuten montiert. Das ganze Küchenmodul selber lässt sich wiederum von den Auszügen wegnehmen. Da gibt es zusätzliche Beine dazu, die man ran machen kann, und dann ist die Küche auch freistellend benutzbar. Kann ich die Teile auch unabhängig voneinander kaufen? Also nur Küche oder nur Bett? Das ist aktuell, weil wir die Dinge ja selber produzieren, sind wir da sehr flexibel. Mhm. Ist aktuell, kam die Frage jetzt mehrfach auf, da viele ja nur die Küche brauchen und das Bett nicht. Und das werden wir sicher dann auch so umsetzen. Ja, okay. Alles zu finden auf eurer Seite sicherlich, nicht wahr? Demnächst. Gut, dann gehen wir mal weiter rum. Das war vielleicht auch noch interessant. Ja. Kommt sehr gut an bei den Leuten. Auch hier wieder dieses Molle-System. Ne? Hier gibt es ja dieses Tischchen von Ineos und anderen Anbietern. Hier der perfekte Platz für halt den Kulturbeutel aufzuhängen oder ja. halt auch wieder andere Taschen oder Kleinkrams. Auch hier hinten drin auf den Seiten. Das ist natürlich ganz kurz. Das ist natürlich praktisch. Dass du, wenn du im Bett liegst und kannst dann hier eine Lampe befestigen, einen Bücherhalter, einen iPad-Halter für die Netflix-Serie am Abend oder so. Ne? Was mir als erstes hier aufgefallen ist, ist die Verschattung. Clevershade heißt dieses Produkt. Wir sind Importeur für den Dachraum von diesem genialen Produkt. Das gibt es als 270 Grad Markise und als 180 Grad Markise. Das Ding wiegt gerade mal 17 Kilo. Ist also im Schnitt die Hälfte, was die Mitbewerber so zu bieten haben. Das Geniale bei dem Produkt ist, es gibt keine linken und keine rechten Versionen, weil das Ganze ist Teil eingeschoben. Man löst die Rändelmutter, zieht das rein und die ganze Schose kann auf der anderen Seite montiert werden mit 2-3 Handkräften. Und ich sehe hier keine einzige Stange und keinen einzigen abgespannten Bereich. Genau. Das ist freitragend, das ist zertifiziert bis 50 Stundenkilometer Windstärke. Wie gesagt, das ist ein australisches Produkt, die haben sehr hohe Ansprüche oder auch Anforderungen. Auch UV-Beständigkeit und alles ist hier sehr mit den Höchstwerten. Preislich liegen wir absolut im Bereich von den Mitbewerbern, haben halt wirklich diesen Riesenvorteil, dass es das halbe Gewicht wiegt. Ne? Ja, und das ist einfach sehr, sehr schön und straff gespannt. Ne, Stabilität funktioniert. Moment, da muss ich ja doch nochmal hier. Mach das doch nochmal. Ich frag dich jetzt nicht, was du wiegst. 65 Kilo. Okay. Ja, ein bisschen. Okay. Ja. Hier geht's weiter. Yakima, Rochow, kennt wohl inzwischen jeder, ein geniales Teil. Das ist, für die, die es nicht kennen, eine Dusche mit Druckluft. Das heißt, wenn die Kinder im Schlamm gespielt haben, kannst du sie abkärchern. Ja, oder den Hund vielleicht. Oder den Hund. Wobei der mag das meistens nicht so. Ja, genau, bei den Kindern ist es sicher anders. Genau. Aber erklär mal, für diejenigen, die das Ding vielleicht noch nicht kennen, erklär es mal. Wo kommt das Wasser rein? Was macht man? Also hier oben kommt das Wasser rein und hier nebendran hat es eben ein Ventil. Hier kann man mit einer normalen Fahrradpumpe oder an der Tanke lässt man da Druckluft rein. Man hat auf dem ganzen Teil 3 Bar Wasserdruck, durch das, dass man diese Luft dazu gibt. Das Teil gibt es in 3 verschiedenen Größen und hat das Ding, der Druck hält für gut 2-3 Tage. Wie viel Wasser passt denn da rein? Das ist eine gute Frage. Gibt es in 17 Liter, 24 Liter und da gibt es noch eine die größere, die ist dann fast 2 Meter lang.
Da passen 48 Liter. Okay, 46, 48. Aber dann wird das ja schon auch ein bisschen im Gewichtsthema, ne? Wenn ich das auf einer Seite habe. Genau. Das ist dann auch der Grund, warum wir auf dieser Seite unser zweites Side-Panel präsentieren. Das sieht optisch zwar gleich aus wie das Mono-System, ist aber massiver gebaut. Hier haben wir das Ganze aus Edelstahl gebaut, wo wir beim anderen Modell auf der anderen Seite das Ganze in Aluminium gebaut haben. Hier haben wir also die Möglichkeit, Kanister zu montieren, die halt doch ordentlich Gewicht, speziell im Offroad-Bereich, hat sehr viel dynamische Lasten auf das Fahrzeug und auf die ganze Konstruktion abgibt. Und hier ist das Ganze wieder ein bisschen schwerer, aber dafür massiver gehalten. Grundsätzlich ist es aber so, dort, was nicht notwendig ist, bauen wir so leicht wie nur möglich. Sehr schön. Das gefällt mir alles gut, Thomas. Danke dir. Ich denke, wir werden da auf jeden Fall auch in Kontakt bleiben und schauen, wie man so schön sagt, wo man Synergien finden kann. Ich laufe jetzt hier noch ein bisschen rum, bedanke mich erstmal bei dir, dass du mir das Auto gezeigt hast und die ganzen tollen Teile, und bleib weiter so kreativ. Ja, danke dir fürs Kommen. Tschüss. Tschüss. So, jetzt sind wir wieder am eigenen Stand und es ist ja nicht so, dass wir nicht auch ein bisschen Zubehör anbieten würden. Willem. Hi. Wieso ist dieser Rock Slider so schön rot? Erzähl mir was dazu. Ja, rot ist ja, weil er auffallen soll, ne? Aber man kann ihn ja auch in dieser Farbe bekommen, wenn man möchte, keine Frage. Aber wichtiger ist, was macht den Rockslider aus? Und ich glaube, dass man das schon sieht, dass wir Originalteile abbauen im Kunststoffbereich. Wir dadurch formschlüssig werden, schmiegt sich sehr ans Fahrzeug an, sieht aus wie original. Der Clou dabei ist, ist tatsächlich aus Edelstahl, komplett gefertigt, 3 mm. Und man kann auch sliden. Und das ist wichtig. Dieser Rockslider funktioniert. Und ich glaube, dass es darum geht. Es ist keine Einstiegshilfe, sondern es ist wenig. Es ist leider. Ja, ich habe das vorhin schon an anderer Stelle gefragt. Das heißt, ich darf mich mit dem anlehnen. Ich darf den nutzen, um im Offroad-Bereich mich fortzubewegen. Dafür ist er gedacht. Ja. Mhm. Das ist der eigentliche Grund. Und ich glaube, dass viele das nicht können. Das sieht dann zwar nett aus, aber... Nicht lange. Und fährt man mit dem Auto wirklich Offroad, ist das wirklich ein Bottleneck. Einmal ein Stein. Selbst aber wenn hier die Farbe ab wäre, wäre es kein Problem, es würde nicht rosten oder es ist halt aus komplettes Edelstahl. Ja. Wie bist du dazu gekommen, den zu konstruieren und zu bauen? Naja, wir arbeiten ja schon lange mit Abenteuer 4x4. Ich bin 2010 mit Andi zusammengetroffen und wir hatten auf Touren hatten wir diese Ideen und letztendlich ist es eine Weiterentwicklung von Defender G-Klasse, wo wir auch unseren Stil treu bleiben. Also es ist ähnlich wie beim Defender. Und wir haben das Ziel, es muss funktionieren. Es muss wirklich ein Teil sein, was auch dem Namen entspricht. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut am Machen. Wie lange hat denn die Entwicklung gedauert? Also als du gehört hast, wir brauchen Zubehörteile für den Grenadier. Hast du dich an deinen Zeichentisch gesetzt? Naja, ich mache das immer so ein bisschen nebenbei. Ja. Das hat sich relativ schnell, also diese Rockslider-Entwicklung, 14 Tage, 3 Wochen, glaube ich, weil wir die Basis haben. Und wir haben gleich gesehen, wir haben einfach am Anfang einen Slider von der G-Klasse genommen, haben den einfach mal dran gehalten, haben geguckt, welche Dimension, welche Höhe brauchen wir, und dann war das Thema relativ einfach. Mhm. Was gibt es noch für Teile von euch? Ja, wir haben noch diese Kotflügelbleche. Ja, der ist ja auch relativ unübersehbar. Ist das mit dem Rot ein Messegag oder wird es den auch so geben? Ja, wer möchte, kann den natürlich so haben. Warum nicht? Grundsätzlich denke ich, wird es so sein wie auf der anderen Seite. Im Schwarzen fügt sich natürlich im Gesamtbild besser ein. Was ist der Vorteil von diesem hier? Hier ist auch tatsächlich abends, wenn man am Lagerfeuer ist oder wie auch immer, kann man mal eine Dose Bier hinstellen. Es geht jetzt nicht darum, es hat jetzt keine Trittfestigkeit, weil da ist die Unterkonstruktion einfach zu weich dafür. Das heißt, ich kann das nicht benutzen, um ein Dachzelt zu montieren? Nicht wirklich. Also das sollte man dann wirklich schon von der Seite, also der Rockslider oder hinten, das wäre jetzt nichts begehbar. Okay. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Willem. Gerne. Dann, wir sehen uns noch weiter. Ja, unbedingt. Danke. Hier steht mein Kollege Renate. Das ist unser hauseigener Influencer, der gerade sehr viral gegangen ist mit einem tollen Offroad-Video. Jawohl. Da warst du in Polen auf einer Guided Tour. Also wer da Interesse dran hat,
sich von mir mal beschimpfen zu lassen. Ja, das ist bei mir gut aufgehoben. Ja, und kostet gar nichts extra. Alles für um. Die Touren gehen nicht nur nach Polen, sondern wohin noch? Wir fahren auch nach Rumänien, fahren ganz klassisch natürlich in die Westalpen. Wir fahren nach Montenegro, wir fahren inzwischen nach Spanien. Und wir haben eine Island- und eine Südafrika-Tour. Montenegro weiß ich gar nicht, habe ich vielleicht schon gesagt, aber und Montenegro. Das ist so, sind unsere Reiseziele, die auch gerne und viel besucht werden. Und ist das mit Hotel oder ist es mit Zelten? Hauptsächlich sind es Camp-Touren. Mhm. Wir haben aber auch Hoteltouren im Programm. Genau, wer sich da gerne drüber informieren möchte, es gibt auch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Guckt einfach mal bei uns auf die Homepage und da werdet ihr da fündig. Genau. Ähnlich wie beim Skifahren. Blau ist einfach, rot ist die Mitte und schwarz ist das Schwierige. Und Après-Ski gibt es auch. Après-Ski gibt es. Wird man auch leicht bestückt danach. Heute wollen wir aber nicht über die Touren sprechen, sondern über Zubehörteile. Wir finden hier ein Zubehörteil von der Firma X-Tech, das kennt ihr alle. Genau. Und du wirst uns das jetzt einmal hier zeigen, wie das funktioniert. Das ist der Tisch, der als Ersatz für die Kunststoffverkleidung, man sieht ihn hier, normalerweise hast du eine Kunststoffverkleidung auch an dieser Tür. Und dort gibt es einen Plug-and-Play-Ersatz für diesen sehr schönen Tisch mit Knebelverschluss. Den klappst du hier runter und hast dann hier Koch, Küche, kleines Waffenarsenal für Pfeffer, Salz, für Kleinteile, allem drum und dran. Und nichtsdestotrotz, wenn es dunkel wird, hast du hier noch die 1A-Lampe und leuchtest deine Fläche noch aus. Das heißt, jetzt kommt der Clou. Ja? Jetzt kommt der Clou. Jetzt bin ich gespannt. Zack, wow! Bambus, Schneidbrett, Wurst, Käse, Ei, Blut, Salat, alles hier. Toll. Fertig. Wahnsinn. Und das Ganze auf so kleinem Raum, also das finde ich wirklich, ich zeige es jetzt nochmal von der Seite. Würden Sie es einmal nochmal einklappen? Ich glaube jetzt nochmal, Moment, ich schiebe hier rein, klappe das hier hoch, zack, fertig verschlossen, ja. Die Lampe wieder ein bisschen, zack. Und es ist tatsächlich da drin verschwunden. Jetzt hast du vorhin gesagt, es ist Plug and Play, bestelle ich es einfach und mache es selber? Du kannst es aber auch bei uns natürlich montieren lassen, wenn du sagst, ich möchte den Ineos haben, holst du bei uns ab und sagst, geile Sache, brauche ich unbedingt, weil ich möchte gerne Wurst schneiden, dann kannst du das auch von uns montiert kriegen. Das Wurst schneiden ab jetzt in schön. Zack. Vielen Dank, Renate. Sehr gern. So, auf meinem Weg über die Messe bin ich bei der Firma Taubenreuther gelandet. Hallo Bernd. Hi, ich bin der Bernd Taubenreuther. Freut mich riesig, euch hier mal ganz kurz über den Grenadier ein paar News zu geben. Der Grenadier ist bei uns auch erst eingetroffen. Und wir haben jetzt schon mal was fahrwerkstechnisch gemacht, zusammen mit Kuni. Und wir haben jetzt das Fahrwerk, Räder, Reifen schon mal angefangen mit der ganzen Sache. Das Auto ist für uns auch noch komplett neu, weil wir unbedingt dann ein Auto entwickeln wollten, das aus der Serie kommt. Wir haben definitiv Folgendes vor. Wir wollen das Seilwindenthema uns nochmal anschauen, ob wir da nicht eine Lösung finden. Es gibt natürlich die von Grenadier Original, aber wir wollen auf jeden Fall auch immer eine eigene Lösung schauen. Weil das ist wir machen das halt mit super viel Erfahrung seit zig Jahren, also seit über 30 Jahren bauen wir da Anbausätze für Seilwinden und da wollen wir auch ein eigenes Produkt haben. Wir wollen definitiv Unterfahrschutze uns anschauen, Dachgepäckträger in Zusammenarbeit mit Rhino-Rack und ARB wollen wir auf jeden Fall auch was richtig Gutes machen, einfach damit man den Grenadier perfekt benutzen kann. Zudem werden wir natürlich auch mal in den Innenraum schauen, ob uns nicht Gadgets wie Schubladen und sowas einfallen. Einfach nur, damit das Auto dann später besser nutzbar ist. Vorne vielleicht Zusatzscheinwerfer, ein bestimmtes Portfolio. Also ich glaube, wir schnüren dann, wie bei den meisten Autos, ein relativ rundes Paket, wo man dann einfach sagen kann, ich nehme das Auto und ich fahre ans Ende der Welt und irgendwann komme ich wieder zurück. Sehr gut. Sag mal, Bernd, wenn ihr dann soweit seid und habt die Sachen am Start, darf ich euch dann mal besuchen kommen mit der Kamera? Unbedingt, unbedingt. Also wir haben ja auch immer Autos da. Man muss halt immer Bescheid sagen, dass man halt auch nicht, dass nicht zufällig jemand genau mit dem Auto natürlich irgendwo auf Tour ist oder unterwegs ist. Aber normalerweise haben wir immer unsere Messeautos, die behalten wir relativ lang dann immer. Und dann kann man sich die meisten Teile einfach mal vor Ort anschauen. Ja, perfekt. Dann sind wir sehr gespannt, was da so alles aus euren kreativen Köpfen entspringt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Messetag. Wir haben jetzt ja, heute ist eigentlich fertig, ne? Aber morgen noch ein bisschen. Man erkennt es an der Stimme, heute ist fertig. Ja. Morgen kommen dann die Kugelschreibersammler. Vielleicht, aber es kommt am Sonntag noch ein paar Interessanten. Ja, alles gleich, ich wünsche einen schönen Abend. Okay, danke schön. Bis dann. Ciao.